Der Autor sagte dann: Babu Shurut wal Uyub fi Nikah. Kapitel: Die Bedingungen und Makel bei der Eheschließung. Das ist jetzt ein etwas längeres Kapitel. Und zwar: Welche Bedingungen gibt es bei der Eheschließung, an die sich gehalten werden muss? Und was sind die Makel, wo man sagt, wenn so ein Makel oder so ein Fehler vorhanden ist, dann könnte in bestimmten Fällen der Ehevertrag aufgelöst werden von beiden Seiten. Und was diese Bedingungen angeht, so teilen sie sich in drei Arten auf. Die erste Art ist eine Bedingung, welche richtig ist und man muss sich daran halten. Zweitens eine Bedingung, welche falsch und ungültig ist und der Ehevertrag wird dadurch auch automatisch ungültig. Und drittens, die dritte Art, eine falsche Bedingung, aber der Ehevertrag wird dadurch nicht ungültig. Qala, idha sharatat talaqa darratiha. Wenn sie, also die Frau, verlangt, dass er seine andere Frau scheidet. Ein Mann möchte zum Beispiel eine zweite Frau heiraten und diese zweite Frau sagt, mit der Voraussetzung oder mit der Bedingung, dass du die erste Frau scheidest. Was ist das Urteil darüber? Das Urteil darüber ist, dies ist verboten und es wurde gesagt, aber die Bedingung wäre theoretisch richtig. Und wenn er sich nicht daran hält, dann könnte die zweite Frau den Ehevertrag auflösen lassen. Und dann gibt es noch eine andere Ansicht, und das ist auch die richtige Ansicht in der Madhhab. Und zwar, dass dieser Schart, dass diese Bedingung batil ist, sie ist ungültig. Und man muss sich nicht daran halten, abgesehen davon, dass sie nicht gestellt werden darf. Und man muss sich auch nicht daran halten. Qala, au alla yatasarra, wa la yatazawwaja alayha, wa la yukhrijaha min dariha au baladiha, au sharatat naqdan muayyanan, au ziyadatan fi mahriha, sahha. Oder dass er sich keine Sklavin nimmt. Die Frau sagt, ich heirate oder ich stimme der Heirat zu, aber du darfst keine Sklavin haben. Dann muss er sich an diese Bedingung halten. Oder nicht eine weitere Frau heiratet. Ich glaube, wenn viele Frauen das hören, möchten sie alle Hanbaliyat werden, möchten sie alle zu der Madhhab der Hanabila übergehen. Wegen alleine diesem einen Punkt, der hier erwähnt wurde, und zwar die Hanabilla sagen, die Frau kann als Bedingung setzen, dass der Mann keine zweite Frau oder keine weitere Frau heiratet. Falls er das tut, dann darf sie den Ehevertrag auflösen lassen. Und zwei Punkte im Allgemeinen dazu oder im Allgemeinen zu Al-Tamadhub. Erstens sollte so eine Bedingung, auch wenn sie richtig ist, und wenn sie gesetzt werden darf, sollte sie nicht gestellt werden oder gesetzt werden, weil das ist keine Lösung und das ist kein guter Beginn, dass man von Anfang an etwas als Bedingung setzt, was eigentlich aus islamischer Sicht erlaubt ist. So sollte eine gläubige Frau nicht vorgehen. Und dann noch ein weiterer Punkt. Es gibt manche Leute, für diese ist eine Sache in ihrem Leben sehr wichtig. Sie denken, diese Sache ist für mich sehr wichtig. Und dann schauen Sie auf die Madhhab und Sie sehen, okay, in dieser Madhhab finde ich womöglicherweise meine Zufriedenstellung. Und dann sagt er, okay, ich schließe mich der Madhhab an. Und ich nenne vielleicht zu jeder Madhhab ein Beispiel. Manche Leute, Frauen vor allem, diese Sache gefällt ihnen besonders. Und sie sehen, dass die hanbalitische Madhhab diese Ansicht vertritt. Dann wegen dieser einen Sache werden sie zum Beispiel Hanabila. Ein weiteres Beispiel, manche Leute mögen einen Hund haben. Dann sagen sie, ich schließe mich der malikitischen Madhhab an, weil die Malikier nicht im Allgemeinen sagen, dass der Hund Najis ist. Obwohl die Beweise klar sind und alle Madhhab sagen, dass der Hund sogar komplett, sogar sein Fell, unrein ist. Aber er möchte unbedingt einen Hund haben. Und ich habe Leute von solchen Leuten gehört, nur wegen dieser einen Sache sagt er, ja, ich möchte Maliki sein. Das ist natürlich eine Spielerei, A'udhu Billah, mit der Religion und mit der Madhahib. Oder manche Leute kommen und sagen, und er möchte sich irgendeinen Kredit, Zinskredit nehmen von der Bank, und auf einmal sagt er, ich bin Hanafite.
weil das für ihn sehr wichtig ist in seinem Leben. Und das ist eine Spielerei. Und diese Leute, die so vorgehen, man könnte gezielt dann auch Ansichten in der Madhhab nehmen, die sich diese Leute zuschreiben und diese dann erwähnen. Und es wird ihnen dann nicht gefallen. Sagen, okay, gefällt dir das? Okay, dann halt dich auch an die anderen Sachen in der Madhhab. Dann werden sie auf einmal, und vor allem in der heutigen Zeit, es gibt so diese Spielerei von manchen Leuten. Sie kommen und sie picken sich gerne gezielt bestimmte Ansichten aus den Madhhab raus und sagen, schaut, hier in der Madhhab so und so heißt es, man kann einen Hund halten. Also gar kein Problem, seid nicht so streng in Bezug auf Hunde. In der Madhhab so und so heißt es angeblich, die Frau darf ihre Augenbrauen zupfen. Und das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Es gibt einen, der das gesagt hat und sie sagen dann und lügen, dass das angeblich die Ansicht in der Madhhab wäre. Und deswegen seid nicht so streng diesbezüglich. Und in der Madhhab so und so heißt es, die Frau müsste nicht für ihren Mann kochen. Was auch eine Lüge ist, nichts mit der Madhhab zu tun hat. Und in der Madhhab so und so heißt es, die Frau dürfte, wie jetzt hier in diesem Fall, als Voraussetzung setzen. Diese Leute möchten gerne ihre Leute oder ihre Follower zufriedenstellen. Und dann kommen sie mit solchen Sachen, picken sich gezielt Erleichterungen raus, wo sie wissen, die Allgemeinheit, vor allem diejenigen, die nicht praktizieren, wenn sie so etwas hören, das gefällt ihnen. Ah, eine Erleichterung. Und so ein Weg führt meistens zur Sandaqa. Führt zur Ketzerei, wie die früheren Gelehrten sagten. Man akhada bil-rukhasi tazandaq. Wer gezielt immer Erleichterungen rauspickt, der wird früher oder später zum Sindir, zum Ketzer. Und es gibt noch viele Sachen. Auch bei den Ahnaf kommen sie. Und vor allem bei den Ahnaf kommen sie und sie sagen, ja, wir sind Hanafiten, weil bei den Hanafiten heißt es, dass Zinsen erlaubt sind. Erstens, das ist eine Lüge. Die Hanafier sagen, du darfst den Kuffar Zinsen geben. Du gibst einem Kafir 100 Euro und sagst, gib mir 200 zurück, damit du ihm Schaden zufügst. Das sagen die Hanafiten. Aber sie sagen nicht, dass du zur Bank gehst und dir 100.000 Euro ausleihst und dann der Bank 200.000 Euro zurückgibst. Das haben sie niemals gesagt. Sie haben das Gegenteil gesagt. Aber subhanallah, wenn jemand seinen Hawa, also seinen Gelüsten folgt, dann kommt das dabei raus. Erstens, dass sie lügen über die Madhahib und vor allem, dass sie dann auch so fatal vorgehen. Er sagt dann weiter, oder nicht eine weitere Frau heiratet, oder mit ihr nicht aus ihrem Haus oder ihrem Land hinausgeht. Sie sagt, ich gehe mit dir die Ehe ein, aber ich möchte in meinem Land bleiben. Ich möchte nicht ausziehen. Theoretisch in diesem Fall muss sich an diese Voraussetzungen gehalten werden. Oder eine bestimmte Währung als Voraussetzung setzt, oder mehr als nur ihre Brautgabe, dann ist so eine Art von Bedingung richtig und ungültig. Sie sagt, die Brautgabe, ich möchte, dass es zum Beispiel Gold ist. Dann muss er ihr auch Gold geben. Er darf da nicht kommen und sagen, okay, Gold umgerechnet heute zum Beispiel 3.000 Euro. Hier, nimm diese 3.000 Euro. Die Frau sagt, ja, aber ich möchte nicht 3.000 Euro, sondern ich möchte Gold in Wert von 3.000 Euro, dann muss ich daran gehalten werden. Und wir werden, inshallah, nicht im heutigen Unterricht, sondern im nächsten Unterricht dazu kommen, wie hoch ungefähr die Brautgabe oder wie die Brautgabe sein sollte und ungefähr wie hoch sie sein sollte. Aber schon mal vorweggenommen, jede Frau sollte darauf bestehen, eine angemessene Brautgabe zu verlangen. Und in der heutigen Zeit, wenn sie zum Beispiel 2.000 oder 3.000 Euro verlangt, dann ist das etwas Richtiges. Und das ist ungefähr, je nach Land, wir reden jetzt natürlich von Deutschland, in manchen Ländern ist die Brautgabe noch viel höher. Aber ungefähr 2.000, 3.000 Euro, so viel sollte sie im Normalfall verlangen. Qala, davon, und dann, oder sie sagt, ich möchte neben der Brautgabe, möchte ich noch, dass du mir ein Kleid kochst. Oder ich möchte, dass du mir zum Beispiel Brautgabe in Wert von Gold in Wert von 3.000 Euro gibst und eine Küche. All das ist erlaubt und es muss sich daran gehalten werden, an so eine Bedingung. Qala fa in khalafahu falaha al-fasch. Sollte er dem
dann zuwider handeln, darf sie den Ehevertrag auflösen lassen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Muslimuna ala shurutihim. Die Muslime sollen sich an ihre Bedingungen halten. Qala wa idha zawwajahu mawliyatahu ala an yuzawwijahu al-akharu mawliyatahu fafa'ala wala mahra batala an-nikahan. Fa'in summiya lahuma mahrun sahha. Und sollte jemand seine Waliya, zum Beispiel seine Tochter oder seine Schwester, verheiraten mit der Bedingung, dass der andere ihm auch seine Waliya verheiratet, ohne dass es eine Brautgabe gibt, dann sind beide Eheschließungen ungültig. Jemand kommt und sagt, Achi, ich verheirate dich mit meiner Schwester und verheirate du mich mit deiner Schwester und es gibt keinen Mahr, es gibt keine Brautgabe. Dies ist nicht erlaubt und die Eheschließung ist ungültig. Wenn bei den Frauen eine Brautgabe genannt wird, dann ist sie, diese Art von Eheschließung, richtig ungültig. Qala wa in tazawwajaha bi sharti annahu mata halalaha lil awwali talaqaha aw nawahu bila shartin aw qala zawwajtuka idha jaa ra'su shahri aw radiyat ummuha aw idha jaa ghadun fatalliqha aw waqqatahu bi muddatin batala al kullu. Er sagte, sollte er sie mit der Voraussetzung heiraten, dass er sie für den ersten Ehemann, der sie dreimal geschieden hat, wieder erlaubt macht und dann scheidet, oder dies beabsichtigt, jedoch ohne Voraussetzung, das ist ungültig. Das ist eine schlimme Sünde. Und zwar, wenn der Mann, das hatten wir vorhin gehabt, wenn der Mann dreimal seine Frau geschieden hat, dann ist diese Frau für den Mann verboten. Es sei denn, sie heiratet einen anderen Mann und eine richtige Heirat. Sie möchte auch wirklich heiraten. Und danach, nachdem sie geheiratet hat und es ist zum Beischlaf gekommen, kam es zur Trennung. Dann dürfte sie wieder zu dem Ersten zurückgehen. Und das nennt sich Zawaj al-Tahlil, was hier erwähnt wurde. Zawaj al-Tahlil, eine Heirat, um die Frau halal zu machen. Für wen halal zu machen? Was ist damit gemeint? Jemand heiratet die Frau, um sie halal zu machen. Was versteht ihr darunter? Zawaju al-Tahlil. Genau, damit ist gemeint, dass sie halal gemacht wird für den ersten Ehemann. Zum Beispiel, wir haben Zaid, ein Mann, der heißt Zaid, er hat seine Frau dreimal geschieden. Und dieser Zaid hat seinen Freund, einen Freund Amr. Und er sagt, ich habe sie dreimal geschieden. Dann sagt Amr, kein Problem, ich heirate sie. Und danach, nachdem ich sie geheiratet habe, scheide ich sie. A'udhu billah. Damit du sie wieder heiraten kannst. Das nennt sich Zawaj al-Tahlil. Das ist ungültig. Und derjenige, der das macht, der wird At-Tays al-Musta'ar genannt. A'udhu billah. Auch was für ein Begriff. At-Tays al-Musta'ar bedeutet, der angemietete Ziegenbock. Der angemietete Ziegenbock. Also er wird angemietet, komm, heirate sie, mach dies und das und dann scheide sie, damit ich sie wieder heiraten kann. A'udhu billah, wie kann man so etwas machen? Alle drei, das gilt für alle drei. Das gilt für den ersten Ehemann, das gilt für die Frau und das gilt für den zweiten, diesen Tays al-Musta'ar, diesen angemieteten Ziegenbock. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat beide verflucht. Hat beide verflucht, den ersten und den zweiten, der das macht. Und das ist ungültig. So eine Ehe kommt überhaupt nicht zustande. Bei den Hanafiya, in der Madhhab der Hanafiya, ist diese Sache erlaubt. Und das war auch ein Grund, warum manche Gelehrte sehr sauer wurden. Auf Frankfurter Deutsch würde man sagen, sie sind ausgerastet, als sie gehört haben, dass die Hanafiya so etwas erlauben und sogar ganze Bücher darüber schreiben und Kapitel, sind sie sauer geworden und haben dann als Rad, als Widerlegung Bücher geschrieben. Einer, der das gemacht hat, war der große hanbalitische Gelehrte Ibn Battah Al-Ukbari, der hat ein Buch extra über diese Thematik geschrieben. Und bei den Hanafiya gibt es sogar Kapitel, die nennen sich Kitabu al-Hiyal. Bücher über die, wie man Tricks machen kann. Hier zum Beispiel, jemand hat seine Frau dreimal geschieden. Wie kann man vorgehen? Welchen Trick kann man anwenden? Und die meisten, ich hatte das in einem anderen Unterricht erwähnt,
Die meisten heutigen sogenannten islamischen Banken, sie beziehen sich auf frühere hanafitische Bücher, wie sie Tricks machen können, wie sie irgendwelche Verbote umgehen können. Und deswegen hat Imam al-Bukhari, rahimahullah, ein Buch geschrieben in Sahih al-Bukhari. In Sahih al-Bukhari gibt es ein Kapitel, das nennt sich Kitabu al-Hiyal. Buch über die Hiyal. Hiyal bedeutet Trick, einen Trick machen. Und das hat er geschrieben, um al-Shaybani, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani zu widerlegen, der große Schüler von Abu Hanifa, der ein Buch darüber geschrieben hat. Dann hat er ihn sehr hart widerlegt. Und dann hat al-Bukhari, er ist dann sauer geworden und hat dann die ganze Zeit, glaube ich, 10 oder 12 Mal gesagt, qala ba'du nas, qala ba'du nas. Und manche Leute sagen, und manche Leute sagen. Damit meinte Abu Hanifa und seine Schüler. Und Ibn Abi Shayba, der große Musannif, der das größte Hadithbuch geschrieben hat, er hat am Ende seines Hadithbuches, hat er 120 Kapitel angeführt als Widerlegung von Abu Hanifa und seinen Leuten. Und derjenige, der das macht, er hat eine große Sünde begangen. Der das macht, also beide, sowohl der Erste als auch der Zweite. Und hier bei der, in der Madhhab heißt es, schaut, er hat hier zwei Sachen erwähnt. Er hat es erwähnt, indem sie sich beide einigen. Sie einigen sich und sagen, komm, wir machen das. Oder ohne Voraussetzung. Der Zweite kommt, er sagt, ja, ich möchte meinem Freund einen Gefallen tun. Und dann kommt er und macht er das. Auch das, in diesem Fall ist das ungültig und nicht erlaubt, wie die Madhab hier sagt. Weitere Beispiele. Oder sagt, ich verheirate dich am Anfang des Monats. Das ist so nicht erlaubt. Dass du sagst, ja, wenn du deine Tochter oder deine Schwester verheiratest, dann muss festgelegt werden, jetzt verheirate ich dich. Und dass man im Majlis in der Sitzung das erwähnt. Oder wenn ihre Mutter einverstanden ist. Das ist auch ungültig, so eine Art von Voraussetzung. Oder wenn der morgige Tag eintrifft, dann scheide sie. Das ist auch ungültig. Oder sie für eine bestimmte Zeit heiratet. All dies ist ungültig. Manche Leute kommen und sagen, ja, ich heirate eine Frau für einen Tag oder für eine Stunde oder für einen Monat. Das nennt sich Zawaju al-Mut'a, die sogenannte Zeitehe. Das machen die Rafida. Das ist, a'udhu billah, das ist wie Prostitution. Und dann gibt es noch eine andere Art von Heirat, und zwar, was manche Leute machen, vor allem manche Araber, die in die Philippinen reisen oder nach Indonesien, sie nennen das Zawaj biniyat al-Talaq, eine Frau zu heiraten mit der Absicht, sie dann wieder zu scheiden. Er reist für 2 Wochen nach Indonesien und dann heiratet er jeden Tag. Einmal oder zweimal. Und ich kann mich erinnern, einmal in einer Sitzung, das war vor, glaube ich, 4 Jahren, in der Sitzung von Sheikh Abdullah Sa'ad, ist einer gekommen, ein guter Bruder, und der hat davon erzählt. Der hat gesagt, ich bin als Da'ir, als Prediger, wurde ich geschickt, dass ich dorthin gehe. Und ich kenne ihn, also das ist ein guter Bruder, älterer. Und er verreist sehr viel, er macht immer viel Da'wah in Asien. Und dann sagt er, bin ich verreist und wurde mit mir eine geschickt. Ich kannte den nicht. Dann sagte er, er war mit mir 2 Wochen und er hat täglich 2-mal geheiratet. Also er hat heute geheiratet und dann am Abend nochmal geheiratet und morgen. Und dann hat er immer wieder geheiratet, und wenn er 4 hat, dann lässt er die 4. scheiden und so weiter. Er sagt, ich glaube, er hat in dieser Zeit, wo wir dort waren, 30 Mal geheiratet. Und Sheikh Abdullah ist sauer geworden und er hat sehr, sehr sauer geworden und hat auch geschrien und dann auch beleidigt und hat dann auch, auzubillah, solche Leute, die so etwas machen, abgesehen davon, dass das Haram ist und das ist Ehrenlosigkeit. Und auch diese Frauen, mit denen das gemacht wird, und dann meinten wir, wie geht es? Dann sagt er, man geht nach Indonesien und es gibt extra Büros dort. Dort ist dann eine ältere Frau und die hat dann eine Reihe von Frauen, wie bei der Prostitution. Und dann kommt er und heiratet dann eine für einen Tag, für 2 Tage. Und Al-Ajib ist natürlich die, als ob diejenige, die dann geschieden wird, als ob sie dann die Idda einhält, 3 Monate wartet. Nein, sie kommt und ist dann sofort für den Nächsten bereit. Leute, die so vorgehen, für diese Leute gibt es eigentlich nur eine Namen. Der Autor sagte dann weiter, kommen wir zum nächsten Unterkapitel. Faslun al-Darb al-Thani au al-Nu' al-Thani min al-Shurut al-Fasida.
Er sagte die zweite Form oder die zweite Art der ungültigen Bedingungen. قَالَ وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا مَهْرَ لَهَا أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ شَرَطَ فِيهِ خِيَارًا أَوْ إِنْ جَاءَ بِالْمَهْرِ في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. Er sagte, die zweite Form der ungültigen Bedingung, wenn er als Voraussetzung setzt, dass er oder dass ihr keine Brautgabe zusteht oder keine Versorgung oder er ihr weniger Zeit und Nächte gibt als der anderen Frau oder mehr oder ihm die Auswahl zusteht oder dass, wenn die Brautgabe in einer bestimmten Zeit ankommt, ansonsten es nicht zur Eheschließung zwischen ihnen kommen würde, dann ist diese Art von Voraussetzung ungültig. Die Eheschließung ist jedoch richtig. Wenn der Mann so etwas als Bedingungen setzt, das ist falsch, so eine Bedingung ist falsch und er hat gesündigt und das ist nicht erlaubt. Aber die Eheschließung ist trotzdem richtig ungültig. Aber natürlich kann die Frau dann verlangen, Al-Khul'a verlangen oder sogar Al-Fasch. Sie kann dann verlangen, dass die, wenn der Mann sagt, ja, ich gebe dir keine Brautgabe oder ich gebe dir keine Versorgung oder ich übernachte nicht bei dir, dann kann die Frau verlangen, dass die Ehe aufgehoben wird. Qal, wa in sharataha muslimatan fabanat kitabiyatan au sharataha bikran au jamilatan au nasibatan au nafya aibin لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. Er sagte dann weiter, und wenn er als Voraussetzung setzt, dass sie eine Muslime ist, sich jedoch herausstellt, dass sie eine Schriftenbesitzerin ist, oder als Voraussetzung setzt, dass sie eine Jungfrau ist, oder dass sie hübsch ist, oder über eine Abstammung verfügt, oder kein Makel vorhanden ist, sich aber das Gegenteil herausstellt, dann wird dadurch die Eheschließung nicht aufgehoben, also nicht automatisch aufgehoben, aber er darf sie aufheben. Er sagt zum Beispiel, ja, ich wollte eine Muslime heiraten und dann auf einmal hat sich festgestellt, sie ist doch keine Muslime, sie ist eine Kitabie. Oder die anderen Sachen, die genannt wurden. Der Ehevertrag wird dadurch nicht automatisch ungültig, aber er kann es natürlich aufheben lassen. Er sagte weiter, und wenn sie unter einem Freien freigelassen wird, dann hat sie keine Auswahl. Dies steht ihm nur zu, wenn sie mit einem Sklaven verheiratet war.